Wow, der Rettungsanker erreichte uns. Der chinesische Hersteller Anker überraschte uns mit einer Palette von Sachen, die wir euch jetzt vorstellen wollen und werden. Zunächst erstmal alles auf einen Blick. Und ihr könnt sicher sein, dass wir von jedem diesen einzelnen Teilen ein kleines kurzes Review für euch vorbereiten werden. Ja, fangen wir doch an, das Anker-Paket auseinanderzunehmen. Wir nehmen uns zunächst mal diesen PowerPort Quick Charge 3.0 vor. Ihr seht, ich halte mich wieder beim Unboxing ziemlich lange auf. Warum? Das ist ein neuer Hersteller, den habe ich noch nicht vor der Kamera gehabt. Verpackung ist ganz instruktiv bedruckt. Hier nochmal so Sachen, die Kommunikationsdaten. An der Stelle hier seht ihr, ist auch ziemlich deutlich vermerkt, welche Zertifikationen vorliegen. Halbcom 3.0 Quick Charge, wichtig, ist also so ein quasi Industriestandard. Jetzt schauen wir mal diesen interessanten Text, den lesen wir uns auch mal sehr gründlich durch. Also wir wollen nicht hoffen, dass wir den Support brauchen. Falls wir ihn aber brauchen, ist der hier auch telefonisch erreichbar. Rufen wir doch einfach mal an in China, wie wir die Packung aufbekommen. Ja, mehr Informationen kann ich entnehmen. Natürlich muss ich jetzt etwas brutal diese Verplombung lösen. Das ist es aber dann auch schon gewesen. Und jetzt schauen wir mal, was sozusagen hier aus dem kleinen Schächtelchen wohl raus. Ich weiß jetzt nicht, ob auch Anker dem Prinzip der recycelbaren Verpackung treu bleibt. Naja gut, ich meine, das muss man jetzt wohl eher nicht so sehr in Augenschein nehmen. Aber wichtig ist immer, schaut, man kann auch leicht Dinge übersehen. Da kommt natürlich irgendetwas mit. Und das ist nicht irgendetwas, sondern hier sind also nochmal die Kontaktdaten ziemlich klar dargestellt. Und die Rückseite enthält natürlich die technische Beschreibung zu diesem Produkt. Und diese ist mehrsprachig. Also die Spezifikation stelle ich euch dann in das Video. Jo, gut. Und weiter zum Inhalt, und hier kommt letztendlich dann eben das Objekt der Begierde raus. Was mir dann immer nicht so doll gefällt, sind diese kleinen Plastiktütchen. Die liegen dann irgendwo rum, brauchen tut man sie eigentlich in Wahrheit überhaupt nicht. Ja, was ist rausgekommen? Ich habe jetzt relativ gutes Licht, ne? Hier ist also wieder dieses im Klavierlack glänzende Plastgehäuse. Warum das immer so glänzend sein muss, weiß ich nicht, ne? Das zieht unnötig die Finger an, aber das ist jetzt sozusagen ja nun mal am Rande erwähnt. Also keine große Überraschung. Ihr seht Farbe grün. Grün bedeutet, wir haben hier den Qualcomm 3.0 Quick Charge Standard, der eingehalten wird. Kann man wohl auch deutlich erkennen, ist ja klar beschriftet, Zertifikationen sind zu erkennen und man sieht, dass es also 5 Volt 3 Ampere liefert, 9 Volt 2 Ampere liefert und 12 Volt dann 1,5 Ampere. Wow, das ist es, mehr war es nicht. Stecken wir es einfach mal an und schauen, ob wir ein LED finden, also eine Betriebsbereitschaftsanzeige, die uns zeigt, ob das Ding gesteckt, eingeschaltet oder nicht ist. Also jetzt kann man es erkennen, ich habe es mal kurz gesteckt, dieses grüne Lämpchen brennt halt immer noch, das wird dann irgendwann mal ausgehen. Man sieht also, dass auch eine LED zur Signalisierung des eingeschalteten oder gesteckten Zustandes vorhanden ist. Ja, liebe Freunde, in Ermangelung eines Entladewiderstandes habe ich einfach mal hier ein Demo-Beispiel gesteckt. Ich habe also die Powerline und das Powerport von Anker zusammengebracht. Und was ihr sehen könnt, ist an und für sich, dass der Strom hier doch sehr kräftig fließt. Es gibt also keine Behinderung durch dieses Kabel. Ich kann natürlich jetzt hier nicht 2 Ampere nachweisen. Dazu bräuchte ich ein geeignetes Endgerät oder vielleicht sogar einen Entladewiderstand. Das war's.